Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Division News. Diesmal wieder eine kurze, knappe Folge, dafür aber mit den News, auf die alle gewartet haben. Und zwar mit dem Release-Datum zu Update 1.6 und dem letzten Gefecht-DLC. Das wurde nämlich heute im State of the Game preisgegeben und das ist nächste Woche Dienstag, der 28. Februar 2017. Microsoft und Sony haben beide das Update für Division offiziell abgesegnet, das heißt, dem Release steht nichts mehr im Wege und außerdem wird der Patch diesmal auch erstmalig für PC, PlayStation 4 und Xbox One gleichzeitig erscheinen. Das bedeutet, der Deal mit Microsoft, dieser Zeitexklusiv-Deal, ist nach dem Release der beiden ersten DLCs Underground und Survival nun ausgelaufen und ab jetzt gibt es alle, sofern noch weitere kommen, alle weiteren DLCs immer zeitgleich für alle Plattformen. Ich denke, das wird die PlayStation 4-User ja auf jeden Fall freuen. Das Update wird dann nächste Woche Dienstag, so wie man es gewohnt ist, in einer Wartungsphase von ca. 9.30 Uhr bis etwa 12.30 Uhr deutscher Zeit auf den Servern aufgespielt. Also in der Zeit könnt ihr dann nicht zocken. Dafür ist dann anschließend sowohl Update 1.6 als auch letztes Gefecht spielbar. Die vollständigen Patchnotes werden am kommenden Montag dann veröffentlicht. Vielleicht machen wir da dann auch noch eine kleine News-Folge von. Mal gucken. Aber also ich denke, wir werden nun keine großen Überraschungen mehr im Vergleich zur PTS Phase 4 erwarten müssen. So, also ich denke, das wird sich ziemlich mit PTS Phase 4 gleichhalten, sage ich mal. Da wird sich jetzt nicht mehr so viel getan haben. Zu guter Letzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten und zwar gibt es erste Erfolge hinsichtlich der aktuell schlechten Server-Performance zu vermelden. So hat Massive ein paar erste Fixes nun zusammengebastelt, die es tatsächlich noch in das Server-Update von Version 1.6 schaffen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr gut ist und über die wir uns freuen können. Außerdem können sich PlayStation 4 Pro-Spieler über eine höhere Auflösung und ein besseres Upscaling freuen und auch Spieler, die kein 4K-TV-Gerät haben, sollen trotzdem in den Genuss eines insgesamt besseren Bildes kommen. Kleinigkeiten, aber ich denke trotzdem ganz nette Kleinigkeiten und das war's auch schon für diese News-Ausgabe und dieses State of the Game. Nicht viel, aber ich glaube, dieses Mal gab's wenigstens die wirklich wichtige News, auf die wir alle gewartet haben. Das heißt, 1.6 und Last Stand stehen vor der Tür. Ich freue mich mega drauf. Haut mir doch einfach in die Kommentare, ob ihr euch genauso freut und was ihr alles so erwartet. Ansonsten, wenn ihr das Ganze hier informativ fandet oder euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einfach ein Däumchen da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um weiterhin mit Division und anderen Videos versorgt zu werden. Und mir bleibt mal wieder nichts anderes zu sagen, außer reingehauen.